Hallo Leute, ich setze mein Vorhaben doch direkt mal in die Tat um und drehe schon den zweiten Vlog. Ich hoffe, ihr versteht mich, denn es ist relativ windig hier draußen. Ich wollte mal zwei, drei Worte zu einem Thema sagen, was ja einige von euch vielleicht bemerkt haben, beziehungsweise worauf mich einige von euch angeschrieben oder angesprochen haben. Denn ich sammle ja im Prinzip so mehr oder weniger Steam in meinem Wallet. Also ich habe die Steam mehr oder weniger einfach nur in meinem Wallet liegen und habe sie noch nicht in Steam Power umgetauscht. Das hat allerdings einen Grund. Der Grund ist nicht ganz so schön, also eigentlich ist er ziemlich bescheuert. Es kommt hier richtig viel Wind auf. Und wenn es nicht so bekloppt wäre, wäre das eigentlich sehr, sehr lustig. Und zwar rechne ich mit einer unschönen Rechnung wegen meinem Auto, aber von vorn. Mein Auto steht, wie in Berlin relativ üblich, nicht direkt vor der Haustür, sondern in einer Straße so 10-15 Minuten weit entfernt. Da komme ich nicht jeden Tag vorbei. Vor ungefähr, ja mittlerweile 3 Wochen, habe ich mein Auto umgeparkt in eine andere Seitenstraße mit ja mehr oder weniger dem Vorsatz, es dann ein paar Tage stehen zu lassen, weil ich nicht so die Zeit hatte, da mal hinzulaufen. Und ich habe es extra von der Hauptstraße weggestellt in einer scheiß Sackgasse, wo nichts los ist. Ich bin dann ein paar Tage später wieder hingekommen, wollte mein Auto abholen, wollte irgendwo hinfahren und habe gemerkt, scheiße, ich finde es nicht mehr. Hab dann ziemlich aufgebracht die Polizei angerufen und meinte, ja, Hilfe, mein Auto ist weg, geklaut, keine Ahnung. Der Polizist meinte dann erstmal so, ja, erstmal nicht in Panik ausbrechen, vielleicht ist er ja nur abgeschleppt. Ich habe mir dann so, also er hat mich gefragt, ob es sein kann, dass das Auto abgeschleppt ist. Und ich meinte eben, naja, eigentlich nicht. Da stand auf einem Parkplatz, öffentliche Straßenland, Parkbucht. Keine Baustellenschilder, kein gar nichts und überhaupt kein Hinweis darauf, dass er da nicht stehen darf. Also weder Parkverbot noch Halteverbot eingeschränkt, vollständig überhaupt nichts. Ganz normales öffentliches Straßenland, parken ist da überhaupt kein Problem. Und raus kam dann am Ende, dass mein Auto umgeparkt wurde. So, eine Begründung dafür habe ich nicht erhalten. Das soll wohl angeblich per Post kommen. Ich bin gespannt, was da drin steht. Und er meinte, das kostet wohl so 250 Euro. Ist jetzt erstmal kein Beinbruch, ist kein Drama, allerdings unschön und hätte nicht sein müssen. Und ja, gerade als Student ist das ja manchmal, da ist ein Zug, ich warte mal, bis der weg ist und bis die Leute hier weg sind. Ich muss mich auch so ein ganz kleines bisschen beeilen, denn mein eigener Zug kommt auch gleich in, ich glaube, 5 Minuten oder so. Irgendwelche Leute. Was ich eigentlich sagen wollte, als Student ist das ja durchaus nicht unbedingt immer so gegeben, dass man mal eben 250 Euro auf der hohen Kante hat. Habe ich auch nicht. Deswegen sind die Steam jetzt so meine Notfallration, die ich gerade erstmal nicht an meinen Account binden kann oder verkaufen kann oder was weiß ich, die ich eben frei beweglich da liegen lasse, um sie im Notfall eintauschen zu können. Das heißt nicht, dass ich es will. Das kommt so ein bisschen drauf an, was denn nun am Ende in diesem Brief steht und wie viel ich nun dafür bezahlen muss für diese Aktion. Ich frage mich auch so ein bisschen, ob das denn überhaupt rechtmäßig ist, denn ich habe mein Auto in der Nacht von dem 27. auf den 28. August dorthin gestellt und umgepackt wurde es laut Aussage des Polizisten am 30., also 2 Tage später. Und soweit ich weiß, muss es da eine gewisse Vorlaufzeit geben, wenn man da irgendwie Baustellen oder so einrichten will. Dazu sei noch gesagt, dass ich von keiner Baustelle was weiß. Ich habe da keine, wie gesagt, keine Schilder gesehen und ich habe da im Prinzip nichts von mitbekommen. Und da wäre es vielleicht auch sinnvoll, mal zu prüfen, inwiefern das denn überhaupt so sein durfte. Das kann ich, wie gesagt, aktuell überhaupt nicht sagen, zumal mir auch kein Grund genannt wurde. Das versuche ich später noch rauszufinden. Ich gehe allerdings erstmal davon aus, dass ich die 200 Euro, 250 Euro bezahlen muss. Und exakt deshalb hamstere, horte ich gerade die Steam. Wir alle wissen, dass der Kurs ziemlich bescheiden ist. Ich glaube, das brauche ich keinen von euch sagen. Der Steam-Kurs ist vollkommen im Keller. Und das ist natürlich auch so ein Grund, weshalb ich aktuell ein hohes Interesse daran habe, möglichst viele frei bewegliche Steam zu behalten. Eben damit ich sie umtauschen kann, wenn notwendig. Das ist wie gesagt kein Wollen von mir. Ich will meine Steam nicht verkaufen. Ich würde die ganz gerne in Steam Power umwandeln. Ich muss natürlich schauen, was denn realistisch umsetzbar ist.
Und aufgrund dieser Tatsache bleiben die Steamer erstmal auf meinem Account. Generell kann ja sowieso jeder mit seinem Steam machen, was er will, klare Sache. Aber da das ja doch immer mal wieder zum Thema wird und ich ja auch vielen schon geraten habe, ihr kauft euch doch Steam Power, tauscht es ein, da ist es ein bisschen inkonsequent, wenn ich meine Steam ja frei beweglich auf meinem Account bunkere und nichts damit mache. Ich würde ja auch gerne Steam Monsters Karten kaufen und so. Von daher so die kleine Erklärung von mir. Allerdings gibt es ja auch immer positive Sachen. Ich bin heute Abend bei einem Probetraining für eine Theatergruppe. Und wenn das gut läuft, dann kann es sein, dass ich demnächst bei einigen Theaterstücken mitmachen kann in Berlin. Ich halte euch auf dem Laufenden und gehe langsam mal meinen Zug suchen, denn ich bin gerade noch unterwegs zur Arbeit, muss da noch ein paar Fotos machen und stehe hier, wie gesagt, mitten am Bahnhof herum und warte eigentlich nur auf meine S-Bahn. Ich wünsche euch dann mal noch einen schönen Freitag. Ich glaube, heute können wir uns nicht mehr kommunizieren, weil ich erst sehr, sehr spät zu Hause bin. Vermutlich gegen Mitternacht erst, denn unser Training geht wohl bis 10, dann habe ich noch 1,5 Stunden Fahrt. Also wie gesagt, heute kommt von mir nicht mehr ganz so viel. Ich wünsche euch deshalb ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann am Wochenende wieder. Eine letzte Sache, sobald der Zug weg ist. Ich hatte euch gestern gefragt, was für Vlogs euch interessieren würden und was ihr euch ja als interessant vorstellen könntet. Und da wurde ja die Idee geäußert, doch in Berlin Steam-It-Events zu besuchen. Die Idee finde ich super, allerdings bin ich nicht unbedingt so gut informiert. Das heißt, wenn ihr Steam-Events in oder um Berlin kennt, die jetzt irgendwann in der nahen Zukunft stattfinden, dann sagt mir gern Bescheid, denn ich bekomme vieles leider nicht mit. Ich habe riesige Lust auf Steam-Treffen, Steam-Events und irgendwelche Steam-It-Meetups, aber ich verpasse leider sehr, sehr viel, beziehungsweise bekomme es erst zu spät mit. Deswegen Info an mich, wenn was stattfindet und dann können wir da ganz gern ja, vloggen und vielleicht auch den Leuten ein bisschen ja, was vom Berliner Steam mit Community näher bringen, die von weiter weg kommen. Jetzt reicht es aber wirklich, 7 Minuten gelabert und der Wind wird auch stärker. Bis zum nächsten Mal.